Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum deutschen Unboxing-Video und heute zeige ich euch, was Darcy uns geschickt hat. Darcy ist Mitglied des Planner Buddy Clubs und hier drin ist die Happy Mail, die uns Darcy geschickt hat. Also das funktioniert so, wir bekommen einmal im Monat ein Päckchen von unserem Planner Buddy Club Mitglied und schicken euch dann eins zurück. Wenn ihr keine Lust darauf habt, wenn ihr lieber einfach nur ein schönes Päckchen bekommen wollt, könnt ihr euch darin eintragen und ihr bekommt dann, egal ob ihr jetzt euch eintragt oder ob ihr das Ganze durch Tausch macht, jedes Mal ein Paket zugesandt. Und zwar ist darin enthalten eine exklusive Kollektion, die nur für diesen Monat erstellt wurde, mit allen nötigen Stickern, die ihr über den Monat braucht, immer passend natürlich. Wir haben zum Beispiel eine Herbstkollektion gehabt, dann hatten wir auch schon eine Sommerkollektion. Also alles gibt es immer passend zum jeweiligen Monat und auch zu den Farben, sodass es immer schön passt, für den Erin Condren Plan, aber auch eigentlich für jeden anderen. Ihr könnt das Ganze für den Vertikalen nehmen, aber auch für den Horizontalen. Ja, jetzt schauen wir mal, was uns Darcy mitgebracht hat. Da kullert schon raus. Das erste Washi-Tape, die Washi-Tapes. Schaut mal, hier sind 6 verschiedene Washi-Tapes darin. Das ist doch schon mal wunderbar. Mehr, ich kann nicht zählen. Also, 7 Washi-Tapes. Genial. Ja, die kann man natürlich für ganz viele Gelegenheiten benutzen. Und jetzt geht's los. Das ist ein ganzer Sack voller schöner neuer Sticker. Das machen wir gleich. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die an. Und schaut euch die mal richtig an. Die sind alle so richtig schön, ob glänzende oder... Ja, das ist jetzt zum Beispiel Minnie Maus. Und ich liebe diese Sticker. Disney sowieso. Auch die sind total süß. Ja, und so setzt es sich offensichtlich fort. Also ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Jetzt schauen wir uns mal weiter an, was es hier alles gibt. Also, kleine Bienen. Dann natürlich die Checklisten. Ich liebe diese Checklisten. Die kann man nämlich ganz prima in die ersten Boxen setzen und kann dann abhaken, was man pro Tag macht. Auch hier die Sticker mit den mit Hintergründen drauf, also mit schönen Landschaften oder sowas. Genial. Ja, das mache ich seltener. Aber sollte ich natürlich. Und noch mehr richtig schicke Sticker. Schaut euch das alles an. Es gibt wirklich eine riesige Bandbreite an unterschiedlichsten Stickern. Darcy, vielen, vielen lieben Dank. Genau das ist das, was ich brauche, um einfach auch neue Inspirationen zu bekommen. Also ich finde das immer ganz toll, wenn ich von einem Planner-Buddy-Mitglied ein neues Set an Stickern bekomme, weil auf diese Weise, ich habe auf der einen Seite Sticker, die ich hier in Deutschland nicht bekomme. Darcy ist aus Amerika. Dann habe ich jemanden aus den United Kingdom. Wir hatten schon jemanden aus Kanada. Also es gibt ganz wunderschöne, viele unterschiedliche Sticker. Ihr seht schon, was alles so Sticky Notes oder halt auch mal wieder ganz andere Sticker. Dann von Eulen oder hier so kleine Sticky Notes. Also es gibt wirklich richtig, richtig viele unterschiedliche Sticker, die wir hier in Deutschland gar nicht haben. Und andersrum natürlich auch, wenn wir dann unsere Happy Mail, abgesehen von der exklusiven Kollektion, die ihr sowieso nur bei uns bekommt und sowieso nur im Planner Buddy Club, bekommt ihr auch noch richtig, richtig viele schöne Sachen. Schaut mal die Dinosaurier-Sticker, das sind so ein bisschen Puffy-Sticker, ne? So. Ja, ihr könnt sehen, da ist richtig viel drin. Man kann nicht ganz viel kleben und planen. Und es sind nicht nur funktionelle Sticker, so wie für Workout, sondern auch richtig schicke, wie dieses Glitzer-Sticker, diese Eulen-Sticker. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Sticker, die man sich so vorstellen kann. Richtig schön auf einem Schmetterling gemacht. Wieder meine geliebten Eulensticker. Ja, das habt ihr mittlerweile raus. Ihr wisst schon, dass ich die Eulen mag. Und ja, schaut mal, was da alles drin ist. Unglaublich. Und die glitzern auch noch. Richtig schöne Sticker sind das. Ja,
Es geht weiter, noch mehr. Also, Darcy, du hast dich selber übertroffen. Das ist richtig eine riesengroße Menge an den unterschiedlichsten Stickern, die man sich so vorstellen und wünschen kann. Also, selbst wenn du nicht genau wüsstest, was ich gerne mag, also da ist auch so eine große Bandbreite bei, da ist immer irgendwas für jeden Geschmack dabei. Ne? Deswegen, also wir machen das auch so, wir schicken euch nicht nur die exklusive Kollektion, die ihr von uns bekommt, sondern wir legen auch immer noch was drauf. Das kann Washi-Tape sein, das können Stifte sein, das können noch weitere andere Sticker, besondere Sticker, vielleicht auch so Glitzer-Sticker sein. Ja, oder so wie hier sowas Durchsichtiges, so ein paar Speech Bubbles oder sowas. Oder hier noch so kleine Sticker. Oder hier fürs Color Coding nennt sich das. Wenn man zum Beispiel die grünen Sternchen oder auch die roten, blauen, egal, jedem einen bestimmten Bereich zuschustert. Ja, also wenn ich jetzt sage, alle roten Sticker stehen für Sachen, die ich dringend erledigen muss. Oder alle lilanen dafür, was ich einkaufen muss oder sowas. Also das ist richtig praktisch, da kann man so ein Color-Coding machen, also sich selbst machen und danach gehen weiter. Eulensticker, schöne. Ja, also ihr seht, eine riesige Bandbreite an den unterschiedlichsten Stickern gibt es hier. Und das ist noch lange nicht alles, weil wir haben ja auch noch so ein Tütchen hier dazu. Da müssen wir jetzt auch mal reinschauen. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr Sticker hier. Wieder richtig schöne Sachen. Ich finde das toll, dass da auch so viele kleine einzelne bei sind. Ne? Auch wieder so ganz unterschiedliche Sachen von Smileys über Sticker für Date Night oder Wanted, Nice, all diese Sachen. Also wirklich so kleine Sachen, die man irgendwo mal eben schnell reinkleben kann, ohne dass sie viel Platz wegnehmen. Finde ich klasse. Könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen. Also ist richtig viel drin. Durchsichtige, so kleine Washi-Tape-Streifen sind da, die man noch nutzen kann. Für diese Boxen sind die prima. Gibt denen auch jedes Mal ein ganz anderes Bild wieder. Ja, was haben wir hier noch? Was kann ich euch noch Schönes zeigen? Also ich meine, die sind alle schön, oder? Da gibt es nichts, was ich jetzt verschmähen würde. Ich bin ja zu einem richtigen Hoarder geworden sozusagen. Also ich habe einen Riesenbox voller Sticker und Washi-Tapes und ich habe noch ein ganzes Regal voller Washi-Tapes. Ja, ich bin schlimm. Und es wird auch immer schlimmer, weil ich bekomme Happy Mail von euch und das kann ich zum Glück gar nicht alles sofort verbrauchen. Deswegen habe ich das alles schön irgendwo verstaut und bewahre das auf für den Notfall quasi, also den Sticker-Notfall. Ich kann auch nichts davon abgeben, höchstens meiner Mutter vielleicht, dann wenn wir gemeinsam planen. Aber ansonsten brauche ich all das wirklich für meine Planer. Ich habe jetzt so einen Planer-Frieden geschlossen, indem ich hier auch mal so ein paar Project Life Cards reinhefte, und zwar in den Project Life Planer von Becky Higgins. Mit den Erin Condren Einlagen. Aber schaut mal hier, hier sind uns noch eine, habe ich in meiner letzten Happy Mail gehabt, so Washi-Tapes, so ganz viele Samples, also so kleine Beispielbänder, ja. Also es gibt so richtig, richtig viel bei mir, was ich mittlerweile habe, einfach durch euch, weil ihr im Planer Buddy Club seid und weil das genau richtig Spaß macht, dass man immer wieder was Neues hat, immer wieder neue Inspirationen hat, immer wieder neue Ideen kriegt und auch immer wieder neue Layouts damit entwickelt. Ne? Ich bin ja sowieso so ein Fan von ja, Stickern und Stiften und all diese schönen Sachen, die man auch zum Basteln benutzen kann. Also nicht umsonst stellen wir eigene Sticker hier. Ja, jetzt hier zeige ich euch mal einmal meinen Planer. Also das ist dieser Becky Higgins Planer, was ich euch gerade erzählt habe. Und darin habe ich halt von Erin Condren die Einlagen reingepackt. All das passt perfekt in meinen Planer und ich freue mich riesig darauf, genau das zu benutzen und euch dann wieder die Layouts zu zeigen. Ich denke, wir werden viel Spaß haben in einem neuen Plan with Me Video. Schaut einfach danach auf unserem YouTube-Kanal, denn genau da könnt ihr euch einschreiben, solltet ihr auch tun. Direkt jetzt oben rechts, unten links, überall gibt es so ein Einschreiben-Button, einfach anklicken und ihr bekommt, wann immer wir ein neues Video haben, eine E-Mail von YouTube zugeschickt.
Und dann könnt ihr bei uns vorbeischauen und euch das neueste Video ansehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja das nächste Mal Happy Mail von euch. Und ja, ich mache ein Unboxing-Video über euch. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.